Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Remnant 2 Bildvideo. Und zwar heute zu meinem grauen Lich Bild. Ja, endlich mal ein halbwegs akzeptabler Name. Um was geht's denn heute? Wie der Name vermuten lässt, ein Grey Health Bild. Sind ja auch recht selten und ich habe da was recht ordentliches zusammengezimmert. Und es scheint, dass es echt verflucht stark auf Apokalypse ist. Ja gut. Dann an dieser Stelle schon einmal, wenn euch das Video gefallen sollte oder der Bild euch zusagt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein bisschen Kanalsupport fände ich echt super geil, denn dann finden mehr Leute die Videos hier und werden auf der Startseite empfohlen und überhaupt. Und es kostet euch ja nichts außer eine Fingerbewegung. Also, Dankeschön. Dann würde ich sagen, ohne weiteres Blabla, wir haben heute recht viel zu tun. Ja, auf geht's zu den Klassen. Hier wären wir schon. Bei den Klassen haben wir im Hauptslot den Aufseher. Warum? Da bekommen wir alle 10 Sekunden, nachdem wir keinen Schaden bekommen haben, Schild. Und wir brauchen sehr viel Schild, denn wir sind etwas fragil ohne Schild. Also deswegen Aufseher mit der Fähigkeit Drohne Typus Schild in den Hauptslot. In den zweiten Slot hätten wir gerne den Alchemisten. Ja, haben wir auch nicht so oft. Und da haben wir auch die erste Fähigkeit Fiole Steinnebel. Denn die macht uns etwas mehr tanky. Wir können nicht mehr so einfach aus dem Konzept gebracht werden. Es lädt sich ziemlich zügig nach. Ja, und hilft uns etwas mehr bei unserer Tankiness. Okay, dann kommen wir sogar schon zu der Ausrüstung. Bei der Ausrüstung, nun, es ist nicht sonderlich modisch, aber es hat ganz gute Stats. Wir haben einen Rüstungswert von 230,9, was recht hoch ist. Wir haben die gute alte Föhnfresse als Helm, also Kopfplatte des Labyrinths. Dann P4 Fahrwerk, P4 Lokomotor und Handschuhe des Technikers. Hinzu nehmen wir das ruhige Herz, denn wir haben ja nur eine halbe Leiste Lebensenergie. Und ich werde es dann noch im Detail erklären. Wenn möglich, nehmt ihr gerne dieses Herz. Wäre wirklich wichtig, dass ihr das habt. Kommen wir dann direkt auch zu den Fragmenten und dem Prisma. Meins dieses Mal ist nicht perfekt gelaufen. Ich war etwas in Zeitdruck, aber ungefähr so könnte es bei euch ausschauen. Auf was ihr noch achten könntet, wäre vielleicht Crit-Chance, dass ihr da eine Fusion hinbekommt. Ja. Ansonsten guckt ihr mal. Ich habe hier Gesundheitsbonus, ganz wichtig, Fernschaden und kritischer Schaden bei den drei gesockelten Fragmenten. Im Prisma selbst Fähigkeiten Dauer, das ist für unsere Fiole hauptsächlich interessant, Heileffektivität, dass wir eben, wenn wir denn mal Damage nehmen, das sofort wieder regenerieren können, kritische Ferntrefferchance plus 10, weil wir haben ohnehin schon etwas Crit-Chance. Dann habe ich die Fähigkeit Waffenkünstler, also eine Fusion mit Feuerrate Nachladegeschwindigkeit, einfach nur weil es recht angenehm zu spielen ist. Pirat, mehr Fernschaden, Nahkampfschaden und das Wichtigste an diesem Bild, unverwüstlich. Graue Gesundheit kann nicht mehr entfernt werden. Normalerweise ist ja graue Gesundheit was sehr Fragiles, was ziemlich schnell wieder verschwindet. Sobald ihr einen Treffer eingesteckt habt, es gibt Mittel und Wege, dass man etwas mehr Treffer einstecken kann, aber normalerweise ist die weg. So verschwindet die nicht mehr. Und wir brauchen konstant graue Gesundheit, denn dadurch können wir unsere ganzen Synergien triggern. Okay, also ihr braucht unbedingt unverwüstlich. Dadurch, dass man die Dinge ja neuerdings, ihr seht sogar auf Deutsch, legendär reinigen kann, ist es etwas einfacher, die Dinger zu farmen. Okay. Dann kommen wir mal zu der Bewaffnung. Auch bei der Bewaffnung gehen wir heute mal ein bisschen andere Wege. Ihr könnt da einfach gucken, was ihr halt möchtet, ja. Aber ich habe mich heute für den Thompson Typewriter alias das Thompson Maschinengewehr Maschinenpistole entschieden. Diese auf plus 20. Als Mod
haben wir dieses Mal durchbohren. Warum? Durchbohren, wenn du damit einen Gegner triffst, wird eine Schwachstelle erschaffen. Diese Schwachstelle ist, wie der Name schon sagt, eine Schwachstelle und ihr macht da Schwachstellen Damage. Das hält zwar nicht ewig, aber es macht immens viel mehr Schaden. Und dadurch, dass wir eine riesige Trommel mit ganzen 80 Schuss haben, sollten wir da etwas Damage drücken können. Hier habe ich mich für den Rückerstatter entschieden. Warum? Schüsse von dieser Waffe besitzen eine Chance von 50% in die Munitionsreserven zurückzukehren. Bei 80 Schuss ist das im Schnitt, sagen wir, 40 Schuss. Man kann einfach mehr und länger schießen. Auf Stufe 10. Zurückerlangte Munition hat eine Chance von 25% zusätzlich in das Magazin der verstauten Waffe gefüllt zu werden. Zu der wir gleich kommen. Als Nahkampfwaffe habe ich wieder mal die gute alte Krell-Axt mit verseuchter Klinge. Da schaut ihr einfach mal, was euch taugt. Ich finde die immer noch am besten. Als Sidearm haben wir Standard Nebula. Weil wir eben, obwohl die Waffe jetzt genervt wurde, die immer noch ein Spitzen-Combo-Enabler ist, sprich, man kann den Nanoschwamm immer noch nutzen, um Säureschaden und somit verätzt am Gegner hervorzurufen, dass wir noch mehr Schaden austeilen. Hierauf habe ich den Mutator Feedback gepackt. Feedback im Kurzen zusammengefasst, regeneriert einfach schneller mehr Mod-Energie, sprich, dass wir öfters den Nanoschwamm nutzen können. Okay, kommen wir zum Schmuck. Beim Schmuck haben wir heute einen ganz interessanten Fundus beisammen. Und zwar, als Halskette haben wir den Hundeanhänger. Erhöht Gesamtschaden um 2,5%, kritische Chance um 1,5%, was sich nicht viel anhört. Und kritischen Schaden um 1,5% für je 5% der gesamten Gesundheit als graue Gesundheit, maximal 10 Stapel. Wir haben nur eine halbe Lebensleiste. Das kann man hier oben auch schön sehen. Hundeanhänger gibt uns aktuell Gesamtschadenerhöhung von 25%, eine Crit-Chance von 15 und einen Crit-Schaden von auch 15. Also das basht schon richtig gut rein. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar den Katastrophenumwandler. Hier könnt ihr ein kleines bisschen variieren. Ich zeige euch das mal. Und zwar klicken wir den an. Ich mache mal hier kurz, Entschuldigung, hier die Schilde. Und zwar, wenn ihr den Katastrophenumwandler nicht habt oder noch nicht oder was auch immer reiten mag, könnt ihr auch den Ring der Krise nehmen. Ist ein ähnlicher Effekt, bietet nur nicht ganz so dolle viel Schild. Ich denke aber, einer von den beiden sollte reichen. Guckt ihr einfach mal, was ihr habt. Ihr könnt auch beides benutzen, aber dann würdet ihr Damage einbüßen. Okay, dann nehmen wir das hier wieder raus. Und wir kommen zum nächsten Ring. Und zwar die Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Referenz, der Ring des Phantomschmerzes. Und ja, sogar der Flavortext davon ist eine Anlehnung an Metal Gear. Fehlende Gesundheit wird in 10 graue Gesundheit pro Sekunde umgewandelt. Verringert graue Erholungsrate um 90%. Das ist etwas doof, aber mein Gott, wir halten dafür konstant immer graue Gesundheit. Was uns halt auch hilft dabei, dass unsere halbe Leiste, dieser Ding ist Pflicht, dass die halbe Leiste mit grauer Gesundheit gefüllt ist. Stets mit grauer Gesundheit gefüllt. Ohne diesen Ring geht es nicht. Der nächste Ring, den wir dann haben, ist der hier. Der Ring der Fixierung schränkt die Heilung des Trägers über 50% der maximalen Gesundheit ein. So kommen wir an unsere halbe Leiste Grey Health. Und verringert allen erhaltenen Schaden um 15%. Das sorgt dafür, dass wir nicht stock aus den Latschen kippen. Ja, und das letzte, was wieder ein Chefskiss ist das Ding hier. Ring der Verdammten. Erhöht Gesamtschaden um 0,4 für je 1% graue Gesundheit. Maximal 50 Stapel. Wir haben den maximalen Bonus. Erhöht kritische Chance um 5% bei maximaler Anzahl Stapel. Wir haben diese Anzahl immer. Um es nochmal kurz zu fassen, hier oben könnt ihr sehen, wir haben 20% Gesamt Damage erhöht und 5% Crit Chance.
Gut. Was wir also tun, ist uns relativ einbunkern, so gut es geht, mit Hilfe unserer Klassen. Und wir haben eben diese abartigen guten Boni, weil wir mit Grey Health arbeiten. Wir sind relativ tanky, wir halten recht viel aus. Gut, kommen wir noch zu den Eigenschaften. Ja, da wären wir. Barriere haben wir auf Stufe 10, weil wir sollten den Aufseher auf Stufe 10 haben. Dadurch wird unsere Schildmenge, die wir von allen Quellen bekommen, um 15% erhöht, was sehr wichtig ist, denn unser Schild ist unsere Lebensversicherung. Das brauchen wir unbedingt. Dann natürlich Verschanzen. 50% verstärkte Rüstung, ganz, ganz wichtig. Kraft erhöht die Verbrauchsdauer um 100%. Bräuchte es nicht, aber wir gehen diesmal mit dem Alchemisten eben, weil er uns durch das Trinken eben nochmals mehr Tankiness geben kann. Dann Neubewuchs 1,5% Lebensregeneration pro Sekunde, also auf Stufe 10. Wichtig, sehr wichtig. Dann Notfallbehandlung. Diese Heilung ist um 50% dann nochmal erhöht, unsere Life Region. Vitalität 10 Punkte. Dann Inspiration auf Stufe 6. Expertise auf Stufe 10. Rindenhaut 10. Hier ganz besondere Kombo. Empfehlung des Hauses. Blutsbande. Fähigkeitsbeschwörungen absorbieren 10% des vom Zauber wirkenden erlittenen Schadens. Jetzt würde ich dir sagen, du hast keine Beschwörung. Doch, doch, wir haben eine Beschwörung. Wir haben eine unzerstörbare Beschwörung. Eine Beschwörung, die nie verschwindet. Höchstens die Batterie kann mal ein bisschen leer gehen. Ja, die Drohne zählt als Summon. Die Drohne verschwindet auch nie. Selbst wenn die Batterie leer ist, schwebt sie weiterhin neben euch. Sprich, wir kriegen einfach für Lau auf Stufe 10 10% absorbierter Schaden. Dadurch, dass sie keinen Schaden erleiden kann, nicht wie andere Summons, haben wir halt einfach immer 10% weniger Damage, weil die einfach 10% alles des Schadens absorbiert, was uns zugefügt wird. Sehr gute Combo. Solltet ihr euch merken, wenn ihr mit der Drohne spielt. Dann haben wir noch Vampir, 3 Punkte. Die sind modular. Guckt ihr einfach mal, was ihr am liebsten benutzen würdet. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Und die letzten 10 Punkte gehen in Bewahrung. Erhöht erhaltene Schilddauer um 30%. Die meisten Schildfähigkeiten, die man bekommt, die haben ja immer ein recht schnelles Ablaufdatum. Dadurch behalten wir die Dinge einfach länger. Wenn also alles passt, so wie ich mir das gedacht habe, dann haben wir jetzt von Haus aus unten immer schon mal von unserem Aufseher immer schon mal etwas Schild. Aber das wird uns nicht reichen. Mehr dazu sehen wir jetzt gleich im Gameplay. Wie immer benutze ich die letzten paar Sekunden. Ich kann hier schon mal den Modi einstellen für noch ein paar Sachen, die ihr tun könnt. Da wir ja den Alchemisten benutzen, bietet sich natürlich an, dass wir einen Trank zu uns nehmen. Wir wechseln mal hier drauf und natürlich Apokalypse, weil sonst gibt es wieder Mecker von Zuschauern. Die Scheibe muss ich nicht unbedingt haben. Ich möchte nicht immer vom Scheißigsten ausgehen, was man haben kann. Und auch die Spinne muss es nicht sein. Ich bin ja hier immer noch am Showcase. Ja, den können wir nehmen. Was würde ich denn empfehlen als Gesöff? Als Gesöff gehen wir heute auch mit was ganz anderem, was wir sonst haben. Und zwar damit. Heiliges Seenwasser. Erhöht graue Gesundheitsumwandlung um 20% und graue Erholungsrate um 0,2 pro Sekunde. Die Erholungsrate fällt eigentlich weg, aber wir regenerieren dadurch deutlich schneller Lebensenergie, weil Grey Health bleibt Grey Health und sie wandelt sich mit der Zeit eben in richtige Lebensenergie um.
Wenn ihr das nicht benutzen wollt, könnt ihr blutroten Dampf benutzen. Auch Matschzahns Tonikum ist nicht falsch. Oder wie wär's denn mit dem Fleischshake, den ich gerade nicht sehe, weil ich blind bin? Wäre auch egal. Wir nehmen das hier heute. Wir hauen uns mal das Viereckige hier rein. Gut, dann schauen wir mal. Also, was ihr auf jeden Fall immer im Kopf behalten müsst, ist ganz, ganz wichtig. Holt die Drohne am Anfang raus. Und nein, lasst die Hände vom Hosenstall weg. Nicht die Drohne. Also, Drohne von Danone. Darum geht es mir so gut. Und auf jetzt. Mal ein bisschen Licht. Hi, na. Wir machen Damage. Wir machen richtig Damage. Man kann mit diesem Bild, wenn man ihn richtig also wenn man es bisschen, wie soll ich sagen, etwas risky spielt, kann man damit noch viel mehr Damage klopfen. Aller dann, ja, also allerdings ist es halt dann, du riskierst halt einfach Survivability. Und gerade auf Apokalypse ist Survivability schon recht wichtig. Oh mein Gott, au, 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 au. Und für so einen Fall haben wir das hier. Geh mal weg, du listiges Plagiat. Ich schieße dir mal ein zweites Loch. Oh, so eine dumme Fähigkeit. Ich kann es nur immer wieder sagen. Weg jetzt! Geh weg! Husch! Und ihr seht, obwohl wir hier nur die Hälfte Lebensenergie haben, sind wir extremst wehrhaft. Stirb! Unser Schild macht viel aus. So. Bin ich richtig? Ja. Dann würde ich sagen, stiefeln wir mal zum Bosskampf. Das ist der Kasper mit den Speeren. Hi. Na, ja, ihr könnt mich mal. Achtet nur drauf, wie ihr seht, euer Typewriter, also eure Maschinenpistole, schmilzt sich recht schnell durch eure durch eure Munireserven, meine ich. Entschuldigung für den Verhaspel, es ist heute etwas spät. Deswegen habe ich eben einen Rückerstatter. Natürlich wären andere Sachen vermutlich besser wie die stinkende Wunde oder was weiß denn ich was. Aber geht halt nicht. Es geht halt nicht. Es ist halt besser, wenn dir nicht so schnell die Muni ausgeht. Und zur Not dann nutzt halt einen Munikasten. So, dann gehen wir mal rein. Hola, my name is Dora. Einmal einen Notausgang. Und noch einen Notausgang. Von Oberjuppis. Oh, du hast einen Notausgang ans Knie bekommen, ja ärgerlich. Empathie und Erschöpfen auch nur als Präfix. Also wenn es mal scheiße läuft, ne, dann läuft es richtig scheiße. Jo, da haben wir unseren Nanoschwarm wieder ready. Laden wir hier mal schön gediegen nach. Oh, war die Schüssel im Weg, ne? Doof. Und hier. Ja, oh, ach so eine bist du, hm? Die Phase skippen wir aber mal ganz schnell. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. So, tschüss Täubchen. Wie gesagt, das hier ist die Safe-Variante des Builds.
Insofern wir jetzt nicht insta gekillt werden. Es dauert halt alles ein bisschen, aber hey, wir haben ja Zeit. Lieber safe spielen. Und wenn ihr Whisky spielen wollt, dann geht ihr halt einfach auf weniger Protection und ein bisschen mehr Damage Output. Oh hey, er hat mich umgeschissen. Ey, nicht so frech, ja. Die soxige Verwandtschaft kannst du behalten, die wollen wir hier nicht. Hart gecountert, Notausgang in den Bauch. Tch, hier schmeißt Dreck auf den Boden. Jetzt guckst du. Hm? Ey. Ich muss mal kurz ein bisschen. Ha? Muni, du siehst. Du siehst, wir gehen das hier sehr taktisch an. Ist mir sogar recht, dass es gerade so ein tankiger Gegner ist. Weil, dann sieht man einfach, dass der Bild halt auch sogar in Stresssituationen ziemlich brauchbar ist. Der Insta-Kill aber nicht. Ja, das tut er in der Tat nicht. Aber hey, wir spielen ja auf Apokalypse und... Nun... Wir leben, oder? Und ich habe gehört, du stehst auf Notausgänge. Tschüss. Stirb doch. Jetzt tu mir doch einen Gefallen. Baumfeld. Genau. Okay. Heilige Scheiße. Und das wäre er, der heutige Build. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er ist sehr safe, auch wenn er auf dem ersten Blick nicht so scheint. Ihr seht es, wir haben halt hart getankt. Und wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Viel Spaß beim Nachbauen, viel Spaß beim dann selbst rumexperimentieren. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, ja? Also passt auf euch auf, bleibt gesund und bis denn dann. Tschüss.